Porsche steht ganz sicherlich für Performance, aber auch wirklich ikonische Formen, wie zum Beispiel der 911 Targa. The 911 Targa for me and my connection with it goes back all the way to 2014, where I was the champion of the Porsche Grand Prix. Ich glaube, die Welt ist in den letzten Wochen deutlich digitaler geworden und virtueller. Wir nutzen Technologie ganz anders und folgen dem Trend natürlich jetzt auch hier mit dieser Präsentation. I am so excited to see the new 911 Targa and I can't wait to see what the new version looks like. Ich glaube, das wirklich Tolle ist, dass dieses Targa-Konzept es weiterhin gibt. Natürlich profitiert das Auto von seiner Basis, 992-Generation mit Fahrwerk, mit Ansprechverhalten, Lenkung nochmal einen Riesenfortschritt gemacht. Natürlich haben wir die kraftvollen Motoren mit dabei, die sind auf dem neuesten Emissionsstandard, auch das gehört mit dazu. An der Aerodynamik, auch hier wurde viel gefeilt, auch gerade fürs Offenfahren. Offenfahren ist aerodynamisch sehr anspruchsvoll. Die tolle Farbkollektion kommt wieder mit dazu, also das klassische Farben, Targa in Indischrot, sensationell. Aber auch alle anderen Farben in der Palette stehen dem Auto wirklich ausgesprochen gut. Assistenzsysteme spielen eine immer wichtigere Rolle. InnoDrive finde ich ist ein sehr gutes Beispiel, weil es sehr prädiktiv fährt, also es nimmt vorweg, was kommt. Damit kann man sehr energieeffizient fahren. Ich persönlich finde, es ist aber auch sehr entspannend. Digitalisierung zieht natürlich auch ins Auto ein und die Grenzen werden immer fließender zwischen den persönlichen, wie es so schön heißt, Devices und dem Fahrzeug. Und das kann natürlich auch der neue 911 Targa, angefangen bei Dingen wie Echtzeit-Navigation, also mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, aber eben auch die Nutzung von Streaming-Diensten ist möglich, um diesen Übergang und die Nutzung im Fahrzeug eben auch effizient zu machen. Weil wir wissen alle, ein 911 ist schon auch ein alltagstaugliches Auto und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb eben auch ein großer Fortschritt zum digitalen Angebot im Fahrzeug. Fahrzeugentwicklung ist ja eine wirkliche Teamleistung, Multidisziplinen. Ich bin ganz froh, dass ich den Jörg dabei gewinnen konnte, dass er uns jetzt in den Entwicklungsfahrten und Abnahmefahrten immer mit dabei ist. Auch nochmal eine Referenz für Fahrdynamik, wirklich wertvoll, richtig gute Ergänzung in unserem Team. Ich werde wirklich explizites Feedback geben, dass das Schöne an Serienautos, anders als im Motorsport, wo man natürlich über das Reglement sehr eingegrenzt ist, was man machen kann, hat man natürlich in der Serie sehr viele Freiheiten und das ist eine tolle Herausforderung, auf die ich mich auch freue, wenn man da wirklich an vielen Rädern schrauben und drehen kann, um das Auto besser zu machen. Beim 911 Targa freue ich mich ganz besonders, dass es dieses Auto jetzt endlich wieder gibt, dass wir auf den Markt kommen, dass diese Ikone weiterhin Bestandteil des 911-Programms ist. Und für mich ganz persönlich ist er wirklich das schönste 911-Modell, das wir aktuell im Angebot haben.